Jo, ich bin's. Ich habe ein kleines Tutorial, und zwar wie ein Block-Changer macht. Das heißt, ein Block wird durch weitere Blöcke einfach ersetzt. Entschuldigung. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ihr braucht nur eine 5x5 Fläche. Und ja, hier liegt einfach zwei Reds drauf, ein Block mit der Fackel drauf und ein Sticky-Piston. Dann einmal, ja, noch ein weiter, hier ein Piston, einen normalen und einmal auf der anderen Ecke, gegenüber von dem Redstone. Ne, dieser Piston ist falsch. Der muss hier. So. Da kommt hier ein beliebiger Wollblock hin. Hier auch. Also Blöcke. Und hier könnt ihr halt entscheiden, welcher Block ersetzt wird durch welchen Block. Und ja, jetzt kommt die Verkabelung zu den Pisten. Hier ist wichtig, dass ihr hier einen Repeater haben müsst, weil wenn von hier ein Signal kommt, diesen Piston antriggert, dann darf er nicht diesen Piston auch noch antriggern, weil er nämlich zuständig für diesen Piston ist. Das können wir ausschalten, indem wir es nochmal werten. Und ja, dieser Redstone würde sonst hier hingehen, beziehungsweise ja nicht. Und ja, dieser Repeater ist halt da, dass man hier das Redstone-Signal auf dieser Redstone-Linie praktisch übertragen wird. So. Das war's auch schon. Jetzt kommen hier, also hier sind die Inputs, diese beiden Blöcke. Und das war's. Wenn wir es ja rot aktivieren, dann ist halt hier ein roter Block. Das muss man leider manuell rückgängig machen. Ein Reset gibt es halt nicht in diesem Fall. Und das können wir auch mit Blau machen. Ja, achso, die Verzögerung vergessen. Hier muss ein Repeater auf der letzten Stufe sein. Jetzt sollte es klappen. Jawohl. Das hier könnt ihr komplett überdecken mit Wolle. Und das Gute ist, man kann es auch komplett stacken in alle Richtungen. Das heißt, es ist ziemlich kompakt und schnell zu bauen. Auch einfach zu merken, finde ich. Das Doofe ist halt leider, dass es halt nicht ein Manuel, also dass es keinen automatischen Reset gibt. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Ich kann es mal eben nochmal stacken. Die Holzaxt. Ich benutze Singleplayer Commands dafür. Stack ich das jetzt mal viermal. Natürlich. Sollte ich auch alles stacken am besten. So. Genau. Dann nochmal in die andere Richtung. Das war's. Funktioniert auch jetzt mitten in der Mitte. Könnt ihr jetzt irgendwo hingehen. Nehme ich mal das hier, aktiviere mal den roten und hier mal den blauen. Voll die bei einer Seite. So, ein roter und ein blauer. Block hat sich jetzt halt gewechselt. Und ja, das war's zu diesem Tutorial. Falls ihr noch mehr wollt, könnt ihr das ruhig in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ja, ciao.